Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des II. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinnes gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinnes war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des II., Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtan... Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Jetzt aber. Also, willkommen zu Gothic Definitive Edition. Und die werden wir jetzt... Moment. So. So, willkommen zu Gothic Definitive Edition. Wir werden jetzt ein bisschen Gothic spielen, weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich einen Trailer und so weiter vom Remake gesehen habe und das unbedingt nochmal vorab spielen will. Ich habe jetzt aber ein paar Mods und so weiter mit reingebracht, also
Freue ich mich schon drauf. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtanischen Meer, verurteile ich diesen Gefangenen. Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut. Hinein mit ihm. Oh. So, was habt ihr zu sagen? Willkommen in der Kolonie, Baby. Netter Kampf. Scheiße, nicht mal Erz dabei. Hops, ich hätte mich nicht wehren sollen. Das Königreich Myrtana, wieder vereint durch die Hand König Robars des Zweiten. Im Namen König Robars des Zweiten. Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot. Und nochmal das Ganze. Du verschwendest deine Gut. Du war. Gut. Hinein mit ihm. Willkommen in der Kolonie, Baby. So, und jetzt bloß nicht wehren. Noch einmal und du kannst was erleben. Scheiße, nicht mal Erz dabei. Die sind super nett, die Leute. Mal gucken, was das hier weiterbringt. Wow, Diego ist stark. Das reicht! Lasst ihn in Ruhe! Macht, dass ihr wegkommt! Okay. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht. Voll der Blutfahrt. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Warum haben sie dich hier reingeworfen? Schlägerei mit Folgen. Eine Herausforderung konnte ich noch nie abschlagen. Warf mich von des Königs Gardisten. Dummerweise hat der König viele Gardisten. Zu viele. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brulit und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen.
Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Wo ist dieser Bullitt jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Bevor ich es vergesse, das Leben in der Kolonie kann sehr hart sein. Gerade für jemanden, der keine Erfahrung damit hat. Wenn du also überleben willst, solltest du die richtigen Entscheidungen treffen. Machen wir schwer oder normal? Wir machen schwer. Ich kann auf mich aufpassen. Aber sag mir später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Nice. Gesundheitsbonus, okay. Damit können wir loslegen. Ich wollte noch mal eben gucken. So, Webcam. Hacken wir die nach oben, damit man die Gesundheitsanzeige sieht. Ist. Erzähl mir was über den Austauschplatz. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Der König bekommt sein Erz und wir bekommen was auch immer wir wollen. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Okay, das haben wahrscheinlich alle, ne? Ja. Okay. Wer ist Schatten? Na, wie sieht's aus? Was willst du von mir? Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Nicht viel. Das hier ist der Austauschplatz. Hier gibt's nicht viel zu sehen und nicht viel zu holen. Okay. Speichern wir eben. Verschwinde, sonst breche ich dir die Knochen. Oh. Wahrscheinlich hast du recht. Lass uns lieber über was anderes reden.
wie hier einfach so eine Blutspur lang geht. Hallo. Hey du. Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Nice. Oh. Oh. Oh, Blatt. Höhlenpelz. Sklavenbrot. Okay, das Kampfsystem war ja auch noch mal anders. Oh Gott. Ich habe total vergessen, wie das Kampfsystem ist. Man muss, wenn man im Kampfmenü ist, also in dem hier, linke Maustaste gedrückt halten und dann kann man mit den Pfeiltasten zuschlagen. Muss ja mit kleinen Dingen anfangen und langsam Fortschritt machen. Hm, funktioniert nicht. Hm. So, Pfeile, Pfeile, Pfeile. Okay.
Haha. Oh, Erz. So. Haben wir hier noch irgendwas? Orkblatt. Reisschnaps, das ist schon mal gut. Okay, die Waffe ist eindeutig, das Schwert ist eindeutig besser. Oh, Kurzbogen. Damit. Oh Gott. Oh, Scavenger, Mole Rat. Moin. Oh ja, ich habe gestern ein Video zu Gothic, dem Remake, gesehen und wollte unbedingt nochmal Gothic einspielen, aber ich habe mich entschieden, die gemoddete Variante zu benutzen. Also spiele ich jetzt die Mod-Variante, die Gothic Definitive Edition. Und noch ein paar weitere Patches und drauf. Ja, das ist echt schon krass. Ich weiß gerade nicht, wie alt das Spiel ist, aber... Puh. Ja... Ich habe nur so ein paar simple Mods genommen, wie zum Beispiel hier dieses Inventar-Mod. Das ist ganz geil, weil das alte Inventar war ja echt gruselig. Und so ein paar Grafik-Mods und. Gott. Das habe ich 2004 gekauft. Gott. Also ich hab's Ja doch, das kommt hin. 2001. Mein Vater hat das für mich gekauft. Da war ich 10. Ja. Frag mich mal, also
Bis auf Elex 2 habe ich alle Spiele von Piranha Bytes durchgedaddelt. Auch Gothic 3. Es war in einigen Situationen echt kacke, aber trotzdem war es Gothic. Alle Risen-Teile durchgespielt. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Oh. Ja. Habe ich das? Oh, hier. Ja. Naja, ich bin 32, ne? Also, da darf ich mich schon neu Retro nennen. Nee, ich glaube, das war 2000 oder 2001 habe ich meinen ersten PC gekauft. Und das war das erste PC-Spiel, was ich mir, glaube ich, selbst gekauft habe. Also, mein Vater hat es für mich gekauft, aber das war das erste, was ich mir ausgesucht habe. Das heißt, die Spiele hier im Hintergrund von Gothic und Risen sind so alt wie das Veröffentlichungsdatum der Spiele. Weil da gab es damals ein... War das Screen Fun damals oder Computerbild? Da gab es einen Artikel zu dem Spiel. Und deswegen hatte ich mir das gekauft. Okay, ja, du darfst das sagen, ich dann vielleicht noch nicht so ganz, aber ab 25 ist ja ein Auto ein Youngtimer, das heißt, ich bin auch schon Retro. Ich hatte gestern das Spiel normal gestartet und das ging einfach nicht. Also, das ist nicht geladen. Ich weiß nicht warum. Aber zum Beispiel habe ich hier auch eine Wettermod installiert. Wie du siehst, ist die Rüstung ein bisschen qualitativ hochwertiger. Und. Also, ja. Oh, und der... Es ist ein bisschen enttäuschend, aber auf der Gamescom, habe ich gehört, kann man aktuell den Remake anspielen. Ja, auf jeden Fall. Guck dir das mal an. Das war um Welten nicht so in Gothic 1. Also da muss ich sagen, ich bereue es dahingehend gerade echt hart, da nicht zu sein. Und Gothic 1 zu spielen, den Remake, aber... Oh, geil. Ich will mir das da nicht antun. Hey, du. Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich.
Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Hast du Gothic 1 auch so gespielt? Erstmal alle Quests abschließen von allen Lagern und dann entschieden, was du weitermachst? Oder von Anfang an entschieden, welchem Lager man sich anschließt? Okay, ich hab's bei allen Spielen gemacht, wo es Lagerauswahl gibt. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Ich hab kein Bier. Dann geh und hol eins. So billig kommst du nie wieder an einen guten Rat. Und wenn du schon mal dabei bist, bring gleich noch etwas Erz mit. Ich kann dir einiges über Tiere beibringen. Aber das kostet dich was. Okay. So. Aktuelle Mission. Karte für Rafford. Aufnahme im Lager. Und Brief der Feuermage hier. Oh. Fug. Oh oh. Ja, das war ja nicht erfolgreich. Oh.
Orkhundfell, Wolfsfell. So. Es war doch so, dass du dann bis morgens schlafen kannst, ne? Ja. Okay, dann löpen wir mal weiter. So. Nee. Aus dir mach ich Gulasch, Drecksvieh. Ich zerhack dich, du Mistvieh. Wie fandest du eigentlich die Nacht der Raben? Also Gothic 2 Nacht der Raben? Allgemein Gothic geht natürlich auch. Also Gothic 2 meine ich. So, dann wollen wir mal gucken, ob die hier irgendwas sagen. Brückenwache, Brückenwache. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Nein, bin ich nicht. Okay. Okay. Sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Ich werde bestimmt nicht in den Minen verschwunden. In dem Fall bist du wohl unser zukünftiger Kollege. Okay. Dann sei schon lieb zu uns. Wir sind nämlich morgen auch noch da. Ich habe gehört, es gibt auch noch andere Lager. Vielleicht nicht, weil der gerade im Hintergrund vom Lurker getötet wird. So wie du rumläufst, schaffst du es nicht mal bis dahin zu kommen. Und jetzt weg mit dir. Was zur Hölle? Lass mich vorbei! Nacht der Raben fand ich auch richtig, richtig geil. Also, was ich richtig cool fand, war einfach die Tatsache, keine Dietriche mehr. Dass du wieder in die alte Region zurückgekehrt bist, in das alte Tal und so viel wiedererkannt hast. Also das fand ich mega. Und das war einfach so back to the basics. Also Nacht der Raben wollte ich auch noch spielen. Dann auch mit Mods und Patches und. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Ist das Sarkasmus oder ernst gemeint? Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Okay. Gothic 3 fand ich
am Anfang nicht cool, weil es übelst buggy war. Ich habe es halt am Release Day gekauft und das war uff. Aber dann hatte ich das nochmal gespielt, keine Ahnung, vor gefühlten 10 Jahren. Da fand ich das auch mega geil. Auch, dass du die Lager, glaube ich, übernehmen konntest und so weiter, ne? Absolut genial, das Spiel. Also, was aus Gothic 1 und so weiter geworden ist. Ich hätte mich, glaube ich, gefreut, hätte es noch ein Gothic 4 von Piranha Bytes gegeben. Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Ich erzähl dir noch nichts Neues. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Solange ich damit nichts zu tun habe. Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Aber bald über solche Dinge musst du hier schweigen. Ja, also, das fand ich schon ganz cool. Das einzige. Was ich sehr komisch fand, war. Das Add-on Götterdämmerung. Aber das kann auch dran liegen, dass das schon wieder so lange her ist, dass ich das schlecht in Erinnerung habe. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Ja, was mir noch so, also mir fehlt irgendwie ein Gothic 4, ein vernünftiges und nicht dieses Arcane, sondern eins, wo wirklich alles zum Abschluss gebracht wird. Ich weiß nicht, ob sie das mit Gothic 3 gemacht hatten. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Ja, Risen war an sich auch schon noch cool. Da fand ich das Piraten-Setting ganz geil. Bei Elex, das hat mich irgendwie nicht richtig gekriegt, muss ich leider sagen. Ich weiß aber auch nicht warum, aber irgendwie, das hat mich nicht gekriegt. Ich habe zwar 1 und 2 gespielt, aber trotzdem, irgendwie, keine Ahnung. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Mach's gut. So, was haben wir denn? Okay, sprechen wir mit Torus.
Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Ja, dann hatten sie ja Risen fertig gemacht und dann haben sie, glaube ich, die Rechte von Gothic wiederbekommen durch THQ Nordic. Ja, und dann wurde jetzt leider Piranha Bytes aufgelöst. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir. Kapiert? Ich werde mit Diego reden. Aber das Gute ist ja, wenn das Remake von Gothic 1 finanziell erfolgreich ist und die dann noch Gothic 2 mit dem Nacht der Raben zusammen als Komplettpaket machen und das auch erfolgreich ist, die Gothic 3 überarbeiten, aber etwa gleichwertig auch rausbringen, dann steht, glaube ich, die Chance sehr gut, dass die Story irgendwie abgeschlossen werden könnte. Sorry. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen. Im Außenring. Okay. Von mir aus könnten sie es heute rausbringen. Kaufe auch DLC dazu, weil es nur Gamerliebe ist. Bin ich ganz deiner Meinung. Also, ich habe sehr große Hoffnung, dass dadurch, dass das auf der Gamescon jetzt angespielt werden kann und, dass das Release-Datum nicht mehr weit weg ist. Und deswegen wollte ich jetzt Gothic 1 zumindest spielen. Vielleicht kommt das irgendwie hin, dass man 1 und 2 spielt und dann kann man den Remake zocken oder so. Also mal gucken. Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak?
weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Ich kümmere mich darum. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gommes Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Okay. Viel Spaß beim Kaffee holen. So, was hat Diego denn noch zu erzählen? Hey du. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer. Wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordturm. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Machst du Witze kleiner? Kein Schwein kennt dich hier. Kannst du mir was beibringen? Ja,
Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht helfen. Okay. Gardist. Gravo. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt sich's hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir's einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Okay. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Okay. Nice. Butler, Baltaran, Graham. Hey du. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Ich komme wieder. Wenn er das nicht sieht, kann ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Okay. Nein, lass mal stecken. Nein, lass mal stecken. Nein. Lass mal stecken. Okay, das funktionierte nicht. Butler, Baltaran. Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baltaran, von der Bruderschaft des Schläfers. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen.
Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt. Aber Baal Parves müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. Guten Durst mit dem Kaffee? Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen. Vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen tausendjährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Okay. Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Okay. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kur Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Es ist einer der Magier. Oh, tja. Die kommen wirklich nie raus. Da musst du schon in die Burg rein. Was willst du denn von denen? Magische Runen kaufen? Oder Tränke? Stimmt genau. Wusste ich's doch. Was will ein Typ wie du auch sonst wohl von den Magiern? Ich kann dir einen guten Rat geben. Vergiss die Magier. Die nehmen viel zu viel Erz für ihren Kram. Bei uns im Lager kannst du viel billiger an magische Runen und Tränke herankommen. Okay. Oh. Mich brauchst du das nicht. Armbrustschütze, okay. Womit denn? Man darf auch nicht alles glauben. Ich könnte mir sowas nie erlauben. Sly hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen neuen. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Das ist doch nichts Neues. Daran wird sich nie etwas ändern. Mich fragt ja keiner. Wer
zählt denn sowas? Butler. Müllheide? Okay. Butler. Jesse. Wie sieht's aus? Neu hier, was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Gardisten anlegt. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich. Der letzte Scheiß. Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür. Aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Ernst. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns. Wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Und davon, ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast. Wahrscheinlich hast du recht. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Probleme hätte. Warte doch mal. Ich hab gehört, du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Hey, du! Ich hab gehört, du wolltest Bloodwin kein Schutzgeld zahlen. Was willst du? Dich warnen. Bloodwin hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie er mit Herrick darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Du schießt ihm einmal und du kannst was erleben. Danke für das Erz, du Held. Schweinerei. Das will ich nochmal machen. Genau das habe ich auch gesagt. Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warten und die sieht nicht alles glauben. Wie du immer wieder dieselbe Leier. Man muss eben aufpassen, was man so erzählt. Warte doch mal. Ich hab gehört, du hast... Fand ich echt... Das hat... Ich... Waffe weg! Waffe weg! Du schießt ihm recht! Einmal und du kannst was erleben! In seiner Haut will trotzdem nicht stecken. Danke für das... Hä? Mich brauchst du das nicht. Kann bleiben. Hey, du! Kann schon sein, aber Haut will ich jetzt nicht stecken. Was? Das kann aber noch stolz weitergehen. Mich fragt, das ist wirklich nicht mein Problem. Warte. Ein Kampf! Waffe weg! Du schießt ihm recht! Noch ein. Meine Meinung ist darüber aus. Wie viel Erz habe ich denn? Du redest um. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Pass gut. Mich fragt ja keiner. Oh Gott. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Herz 2. Das hätte doch besser. Ja. Gemacht. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Glaubst du wirklich? Absolut idiotisch. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Warte doch mal.
Steck die Waffe weg! Hey, du! Steck die Waffe weg! Waffe weg! Ein Kampf! Waffe weg! Die Waffe runter! Der hat nur einmal und du kannst was erleben! Kann ich da mal vorbei? Okay, dann. Laufen wir hier oben lang. Ist doch nichts Neues, hätte ich dir vorher sagen. Früher wäre das meine Meinung gewesen. Steck die Waffe weg! Okay, da kann ich nichts mehr. Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parves da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Okay. Dir gefällt's ja nicht. Wieso gehst du da nicht einfach? Weil ich nicht sicher bin, was mich da erwartet. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er. Er ist vor 1 Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Okay. So. Ich bin ganz deiner Meinung. Hey, Mann. Ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig scheiße. Wow. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Butlerhose, leichte Butlerhose. Zeig mir deine Ware. Oh ne, Fackeln nicht, aber gebrauchte Fackeln auf jeden Fall. Alte Münzen auch nicht. Feuer. Oh Gott. Oh, Fox. Hey, du. Wer bist du? Ich bin Fox. Fisk bezahlt mich, damit ich auf seine Sachen aufpasse. Du gehörst nicht zu diesem Lager, oder? Richtig. Warum arbeitest du für einen von Gomez' Leuten? Aus einem ganz einfachen Grund. Fisk bezahlt mich besser, als es Lee je getan hat. Verstehe. Warum arbeitest du für einen von Gomez' Leuten?
Aus einem ganz einfachen Grund. Fisk bezahlt mich, versteht? Ich bin dann wieder... Lass mich vorbei. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Okay. Ja, gleichfalls. Deswegen sage ich da auch nichts dazu immer. Weil da kommen ganz viele alte Erinnerungen hoch. Das ist mega geil. So, manchmal sehen männliche Schars wie Frauen aus. Oh ja. Ich habe auch das Gefühl, die haben alle die gleichen Gesichtsfeatures, nur mit unterschiedlichen Haaren oder Bärten. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Hallo Peanut, wir spielen ein bisschen Gothic Definitive Edition, so eine Art Modpack für Gothic 1, weil vielleicht dieses Jahr noch, sonst nächstes Jahr das Remaster draus oder der Remake rauskommt und ich wollte mir das mal wieder antun. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Ja, das hat Bullet heute Morgen schon gemacht. Also als wir hier angefangen haben. Ja, das Spiel hat so geilen Humor. Erzähl mir von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen, folge mir. Oh ja. Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Was ist Sumpfkraut? Naja, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So. Du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut, du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dort auf der Suche nach neuen Leuten.
Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Okay, ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Erz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt genau. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Was soll ich mit dem Ramsch? Okay. Ja, da, an das Video kann ich mich auch noch erinnern. Hey, du. Das war mega. Hey, Neuer. Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Dass ich daran was ändere. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Okay, das machen wir dann später. Ah, da folgen wir Baal. Okay. Hey du. So. Hops. Okay, bin ich noch viel zu schwach für. Obwohl. Fast geschafft.
Dann lassen wir die von Baal. Palves, Paves, Paves. Nice. So kommen wir wenigstens auch an ein paar XP. Cool, das hat geklappt. Dann können wir speichern. Oh, mir fehlen zwei Stärke, okay. Wo ist der Typ? Hey, du. Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Orkgebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Okay. Gern geschehen. Oh, da ist ja wirklich ein Ork. What the fuck? Okay, wo ist Baal? Der ist, glaube ich, ein bisschen disappeared. Vielleicht steht er hier noch rum oder der ist direkt zum... Dich habe ich hier noch nie... Das ist kein Wunder, ich bin auch... Dann pass gut auf dich auf. Okay. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ich frag dir keinen. Die Geschichte muss aber was drin sein. Und war das hier unten einer von denen? Quatsch, ja, ja. Ich halte mich da lieber raus. Selbst ist er noch nicht drauf gekürzt. Wer ist Kanta? Man muss eben aufpassen, was man weiß. Man muss eben aufpassen, was man weiß. Hey du. Wer hat auf die Frage? Wer bist du? Ich bin Kanta. Ich bin sowas wie ein Sammler. Wenn du irgendwelche interessanten Dinge findest, dann bist du bei mir richtig. Von welchen interessanten Dingen sprichst du? Mir geht es dabei vor allem um alte Münzen. Wenn du welche davon findest, dann bring sie mir. Für die anderen Händler sind diese Münzen vollkommen wertlos. Ich aber gebe dir für jede Münze einen Erzbrocken. Wo ist eigentlich dein Gewinn an der Sache? Mein Gewinn? Bei den Münzen geht es mir nicht um meinen Gewinn.
Ich schlag genug Erz bei meinen anderen Geschäften raus, sodass ich mir diesen Luxus leisten kann. Wo ist eigentlich dein Gewinn an der Sache? Mein Gewinn? Okay. Interesse an alten Münzen? Sicher. Du. Hast du noch welche? Ein paar. Danke. Ich muss weiter. Wir sehen noch. Nice. Zeig mir deine Ware. Okay, wen sollte ich dann? L. Okay. Dusty. Butler, Butler. Was sind das hier oben für Leute? Butler, Butler, Butler. Immer wieder dieselbe Leier. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erz, Mann. Und was bekomme ich dafür? Solange du in meinem Viertel bist, passe ich auf dich auf. Wenn du mal Ärger mit Typen aus dem neuen Lager haben solltest oder mit einem der Sektenspinner, die dir die Backe voll quatschen, kannst du auf mich zählen. Wenn du dich mit einem Buddler anlegst, helfen wir dem, der gezahlt hat. So einfach ist es. Und wenn beide gezahlt haben? Dann sehen wir uns die Show an. Aber oft kommt das nicht vor. Und wenn ich nicht... Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Sammel erstmal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Du kannst es jederzeit nachholen. Nur bitte rechne nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht einen... Wir sehen uns später. Pass so lange gut. Absolut idiotisch. Okay. Lass mich. Verlass dich auf jemanden. Glaub, was man alles hört. Meine Meinung. Ich hab was anderes gehört. Das liegt doch auf der Hand. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Möglich ist alles. Ich hätte das nicht gehört. Ich hätte das anders gemacht. So. Das liegt doch auf der Hand. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich frage dich. Du weißt ja nicht mal, wie man das Schwert ist. Kirgo? Hi, ich bin neu. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ist das alles? Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Lass mich mal durch. Okay. Haue! Ist das alles? Haue! Haue! Gott, oh Gott. So. Fletcher! Hey du! Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Verstehe. Noch einmal und du bist tot. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden.
Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue. Und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Ich laufe hier doch nur verwirrt durch die Gegend. Wegen Neck. Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein. Verdammt. Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Das alles. Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Sketty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Du weißt es noch nicht. Okay. Yeah. Oh, oh, oh. Ist das alles? Ist das alles? So. Was macht der hier? Kluges Kerlchen. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wette und eure neue Kämpfer und so weiter. Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Butler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Trainierst du auch Kämpfer? Schon. Aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Wie läuft so ein Kampf in der Arena ab? Es wird so lange gekämpft, bis einer zu Boden geht. Wer den anderen umhaut, gewinnt einen Punkt. Es wird gekämpft, bis einer 5 Punkte hat. Erst dann ist der Kampf beendet. Okay. So. Butler. Snarf, den kenne ich auch noch. Fingers. Ich will Schatten werden. Und? Ich suche jemanden, der mir was beibringt. Wie kommst du auf mich? Diego schickt mich. Sag das doch gleich. Wenn du im Lager aufgenommen werden willst, hilft es, wenn du ein geschickter Kämpfer oder Dieb bist. Wenn die einflussreichen Schatten in diesem Lager dich auf die Probe stellen, werden sie dir Aufträge geben, bei denen du dich besser nicht erwischen lässt. Deswegen ist für den Anfang der Weg des Diebes für dich vielversprechender. Wie es der Zufall so will, bin ich der beste Dieb im ganzen alten Lager. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Egal wie viel man tötet, es werden einfach nicht weniger. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ich glaube, ohne falsche Bescheidenheit, ich bin einer der besten Diebe, die sie in die Kolonie geworfen haben. Aber wenn es darum geht, zu lernen, wie man sich leise bewegt, ist Kavalon der bessere Mann für dich.
Wo finde ich Kabalon? Er jagt in der Wildnis. Du findest ihn auf dem Weg zum neuen Lager. Westlich des alten Lagers beginnt eine breite Schlucht. In dieser Schlucht steht eine alte Holzfällerhütte. Dort findest du ihn. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Okay. Hey du, wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snaff. Mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höhlenpilze. 5 müssten reichen. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten, da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Wo finde ich Höhlenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene. Dort müsste sich irgendwo eine Höhle befinden, in der die Pilze wachsen. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Okay. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Warum nicht? Komm mit. Großartig. Wir können uns ja auf dem Weg etwas unterhalten. Okay. So. Man wusste es ja so. Ich hätte das anders gemacht. Hey, du! Du bist doch der Typ. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen 2 Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Ich wundere mich über gar nichts. Ich bin dabei. Gut! Sag Bescheid, sobald... Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skatty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Ich denke, bei der Sache mit Neck liegt zwei falsch. Er hat zwar immer viel gemeckert, aber ins neue Lager ist er sicher nicht gegangen. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als... Machst du Witze kleiner? Kein Schwein. Okay. Mach's gut. Lass mich mal...
So. Das da unten müsste Sill sein. Oder Sly? Sly. Ne, Whistler. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm. Okay. Schlafen wir mal bis morgens. Ich halte mich da lieber raus. Und wer ist das? Das ist Dexter. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert. Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. So, wie viel? 42 Erz habe ich noch. Whistler. Immer wieder lass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist ey. Als ob ich nicht schon. Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. Einige Probleme erledige ich. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer, eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Bis dahin, mach's gut. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Der letzte Scheiß. So. Ich glaube, ich spreche mal mit Jekyll. Weil ich glaube, das, was der andere vorhat, ist ein Mordanschlag. Ich habe nochmal über das Schutzgeld nachgedacht. Hier sind deine 10 Erz. Du hast eine gute Wahl. Na, wie sieht's aus? Du kannst nach wie vor auf mich ziehen. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich brauche so. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, rennt nicht durch meine Hütte! Was ist dein Problem? Mann, lasst mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Warum deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Als dies. Der Ärmste. Wo war denn
Kanzlei. Da. Nee, der. Ich habe Neck gefunden. Gut. Hast du dafür Beweise? Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir mal... Nice. So, ach, ich wollte noch was... Oh, für den Pilz habe ich nur einen. Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf. Fatten Arsch. Ah, ich wollte noch zu... Ich wollte noch zu, hier, wie heißt er? Diego und einmal... Weil ich glaube, ich müsste noch 5 Lernpunkte haben, ja. So, Diego. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine... Deine Kampfkraft ist und komm bald wieder. Mach's gut. Ups. Gut, mach das nicht nochmal. Ah, jetzt habe ich ein neues Schwert. So, jetzt gehen wir nach draußen. Ich wollte einmal um das Lager herumlaufen zu den, zu der Höhle und da Höhlenpilze sammeln, damit ich Snarf auch noch die Sachen geben kann. Oh, was ist das da unten? So. Serpatis. So. Miau. Hey, verdammt. So. Noch ein rostiges Schwert. Oh. Brief. Es ist furchtbar. Die Orks ziehen durchs Land und plündern die Dörfer. Auf dem Weg ins Tal von Corinus haben wir einen Zug anderer Flüchtender gesehen. Sie sind den Orks in den Händen gefallen bei Inos. Die Orks haben schreckliche Dinge mit ihnen getan. Inos sei Dank. Zumindest haben wir es geschafft, der König. Oh. Okay. Oh.
eine Essenz der Magie. Ach, das bringt nur einen Bonus, okay. Mein Goblin-Freund. Ja. Okay. Da bin ich doch wohl ein wenig zu schwach für. Für die bin ich auch zu schwach. Okay, dann gehen wir wieder da hoch. Was bietet uns der Turm? Keine Dietriche mehr. Keine Dietriche mehr. Keine Dietriche mehr. Keine Dietriche mehr. Okay. Kettenblitz. Was willst du von mir? Ich werde nirgendwo hingehen. Geht's dir gut? Die Snapper sind da draußen. Kannst du sie riechen? Ich rieche sie. Und über kurz oder lang werden sie uns erwischen und unsere toten Körper verspeisen. Mach Platz, ja. Mann! Ja, sorry. Keine Dietriche mehr. Wie oft denn noch? Lass mich durch! Hey, nein, ich will hier raus. Okay, da unten sind die Snapper. Mit denen will ich mich nicht anlegen. Da ist noch ein Scavenger. Dann laufen wir hier mal lieber weiter und ignorieren die... Snapper und alles weitere, Goblins und. Gott sei Dank. Oh. Wo kommen wir denn hier hin? Gottes. Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Ist wohl besser, wenn ich wieder umdrehe. Schade. Hätte dein Erz gerne verwahrt. Ja. Nee, lieber nicht. Verdammt.
weg hier. Ah, ich weiß, ich mache hier voll Safe Scumming, aber... Wow. Das war easy. Essenz der Heilung. Okay, der hat nix. Bett. Und hier ist nichts. Wow, für zwei Pilze und einen Trank. Das war ein wenig, das hat mich nervös gemacht. Wieder zu dem, zu der Höhle. Wir können jetzt endlich Höhlenpilz holen. Oder Sklavenbrot. So, was sollte ich holen? Snarfs Rezept. Drei Fleischpflanzen. Fehlt mir noch eine. Irgendwo hier müssten doch Fleischwanzen sein. Der letzte Scheiß. Lass mich auf jemanden. So. Okay. Der Baum hat eine... Wie heißt das gleich noch? Ein... Wölfe. Eine Alpha-Wand. So. So. Ich brauche Fleischwanzen. Fleischwanzen sollten eigentlich irgendwo bei Müll oder... Oh, holy. Dann...
Verdammt. Also das Kampfsystem ist wirklich kacke. Gibt's da eine... Dann laufen wir erstmal nach da hinten zu den beiden Banditen. Oder? Nee, noch nicht, weil wir brauchen noch die Karte. Wie viele haben wir? 17. Oh. Gehen wir jetzt erstmal zu Snarf. Sachen, die du von mir wolltest. Gut, ich brauche sie nur noch dazu zu geben, dann ist der Eintopf fertig. Warte. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Nice. Kannst du mir beibringen zu kochen? Klar, immerhin hast du mir die Sachen für das Fleischwanzenmarut gemacht. Sag mir einfach Bescheid, wenn du was lernen möchtest. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Kochen? Nice. Unterrichte mich im Kochen. Klar. Zuerst ein paar grundsätzliche Dinge. Achte auf das Feuer. Die Suppe muss immer leicht köcheln. Und du musst regelmäßig mit dem Kochlöffel umrühren, damit sich der Geschmack richtig entfalten kann.
gebe noch etwas Brot hinein, um die Suppe etwas anzudicken. Gut umrühren und mit einer Prise Salz abschmecken und fertig ist die Suppe. Ich will deine Fähigkeit. Oh. Vielleicht später. So, was sagt denn jetzt Diego zu mir? So, Diego. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du... Und er war sehr gespannt. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle... Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte... Zu Fingers habe ich dich ja schon Mit Dexter muss ich noch ein Aber es gibt kein... Bei der Mordrak-Sache. Halt dich ran. Es gibt noch... Ah, nice. Mach's gut. Ich bin bereit. Gut. Man muss eben aufpassen, was man jetzt nicht nochmal. Ja, nicht mehr auf das Gefasel. So, dann wollen wir das doch mal austesten. So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Wir sollen dir schöne... Okay, das machen wir irgendwann später mal. Dann gucke ich mal, ob ich Sachen verkaufen kann. Okay, den. Warte mal. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Nein, lass mal stecken. 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 Okay. Thank you.
Kann ich Jekyll irgendwie mitnehmen? Oh. Ist das Jekyll? Nee. Auch nicht. Ist das Jekyll? Na, wie sieht's? Du kannst nach wie vor auf mich. Lass mich vorbei! Okay, der kann mir also nicht helfen. Dann verkaufen wir erstmal Sachen bei Mordruck. Manche lernen aber gar nichts dazu. Warum erfahr. Zeig mir deine Waffe. Such dir was aus. Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Okay. Dann gucke ich noch bei Fisk. Oh, was verkauft der denn hier? Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten. Was soll ich mit dem Ramsch? Okay, dann nicht. Ich muss weiter. Wir sehen. Ich halte mich da lieber. Verlass dich auf jemanden, den du meist verlassen. Kann ich bei dem hier noch Waffen verkaufen, Fisk? Zeig mir deine Ware. So, 26. Dann laufen wir zu Graham und holen uns die Sachen. Und mal eben gucken, ob hier Dingenskirchen. Warte doch mal. Ich hab gehört. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir. Das heißt, wir alle. Ich werde. Interessiert das? Ich hab was anderes gehört. Ich hör nicht mehr auf das Gerät. Ihr kämpft wie Frauen. Er hat genug. Den will ich jetzt platt machen. Warte doch mal. Das ist wirklich. Ey, dieses Kampfsystem. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Warte doch mal. Warum? Verdammt. Wahrscheinlich. Ein Kampf! Du steck die Waffe! Kluges Kerlchen. Okay. Ich glaube kaum, dass sie daran was ändern wird. Hey, du! Was willst du? Dich warnen! Ich hab zu. Was für. Er muss noch mit.
Warum hast du mir die Sache mit Blood... Weil hier eine Hand die andere wäscht. Du siehst nicht so aus wie... Und weil ich dir jetzt einen Gefallen getan habe, möchte ich dir Gelegenheit geben, dich zu revanchieren. An was hattest du denn da gedacht? Ich habe kein Erz mehr und Bloodwing hat schon versucht, das letzte Bröckchen aus mir rauszupressen. Jetzt, wo ich dir geholfen habe, könntest du ihm doch meine 10 Erz geben, oder? Sag ihm, sie kommen von mir. Ich werde sehen, was ich machen kann. Danke, Mann. Du bist meine Rettung. Sag mir Bescheid, wenn die Sache gelaufen ist, ja? Kann ich jetzt zu Jekyll laufen und nachfragen? Ob der mir helfen kann? So, da ist Jekyll. Lass mich vorbei! Hi! Der letzte Scheiß. Na, du kannst dich auf jemanden. Ah, schade. Das ist eine schlimme Sache. Kann ich Fox fragen? Der ist doch seltener. Hey du. Okay. Ich bin da. Sly. Hola. Diego schickt mich. Kein Problem. Moment mal, Diego sagt... Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Ich werde die Karte bezahlen. Gut. Okay. Also ich habe jetzt ein Bier und könnte damit mal zu den da hinten laufen, zu den Banditen, die jagen. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen.
Gott. Aber das ist schon mal nice. Ah. Das passiert mir nicht normal. Oh, hier wäre ein Bier gewesen. Oh, warum Fokus der? Aus dir mach ich Gulasch, Drecksvieh! Du Mistvieh! Aus dir mach ich Gulasch, Drecksvieh! Schade, für die habe ich nichts bekommen, aber warum... Warum lockt der automatisch die... Ich will nicht, dass er automatisch anlockt, deswegen. Nice. Kochen, Schmieden, Bognerei. Nachtscham. Lederbeutel. Erz, nice. Oh, oh. Keine Dietriche mehr. Holen wir uns noch eine normale Karte.
Ich würde gerne eine Karte. Klar. So, dann... Gibt es das hier irgendwo? Fokus? Kein Fokus? Das googeln wir doch mal eben. Dann laufen wir da wieder hin. Wollte der nicht eine Karte haben? Aber war es für dich? Muss nicht gleich jeder wissen. Ah, Karte klauen. Mm. Aber war es für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Manche erleben gar nichts dazu. Das passiert mir nicht nochmal. Wow. Ah.
Krass. So. Verwitterte Axt. Nochmal. Oh. Verdammt. Okay, dann lassen wir das.
Oh oh. Was denn hier passiert? So, wer bist du? Warte doch mal. Was ist? Wollte dich nur mal ansehen. Siehst nicht so aus, als wärst du einer der Banditen. Von mir aus kannst du weitergehen. Was machst du hier? Wir bewachen diesen Vorposten. Wenn du den Weg hier weiter folgst, kommst du zur alten Mine. In den Wäldern hier draußen treiben sich öfter Banditen herum. Unsere Anwesenheit sorgt dafür, dass die Kerle nicht so mutig werden. Am Ende versuchen sie noch irgendwas Dummes. Was kannst du mir über die Banditen erzählen? Soweit ich weiß, werden sie von einem Mann namens Lales angeführt. Sie leben zusammen mit den Söldnern im neuen Lager. Es gibt immer wieder Überfälle, bei denen sie unseren Jungs im Wald auflauern. Deswegen hat Gomez diesen Vorposten errichten lassen. Trotzdem schaffen es die Kerle uns immer wieder einen Schritt voraus zu sein. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie hier ein Versteck ganz in der Nähe haben. Was kannst du mir über die Banditen erzählen? Soweit ich weiß, werden sie von einem Mann namens Lales angeführt. Oh. Gibt's was Neues? Nein. Wir sehen uns. Halt. So, mal gucken, was es hier unten gibt. Abschneiden. Nur weil ich die Leiter hochkletter? Zur Hölle. Wartet, was? Wir sehen uns. Okay, also hochklettern geht nicht. So. Dann laufen wir doch jetzt mal zur alten Mine. Gott ist. Butler. Hä? Wie sieht's aus? Ich koche hier leckeren Eintopf für die Butler. Kannst du mir was beibringen? Na schön. Was willst du da? Vielleicht ein Stück Käse. Ja. Mal sehen. Ich hab. Oh. Okay. Hunter, hi. Na, wie sieht's aus? Fick dich selber, du Arschloch. Ich kann's nicht leiden, wenn ich irgendwelche dahergelaufenen Buddler vollquatschen. Kannst es nochmal versuchen, wenn du es hierzu was gebracht hast. Okay, nett. Dankeschön.
erzählt sich ja so einiges. Das Ding kriege ich nie auf. Okay. Es kommt nur auf die Kraft an, also komm mir nicht so. Er muss das ja besser, das habe ich noch gar nicht gewusst. Wie sieht's aus? Tja, also mein Rücken schmerzt, meine Arme fallen mir ab, meine Kehle ist trocken und ich bin müde. Er muss das ja besser. Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Ian ist der Chef der Mine. Asghan befehligt die Gardisten. Santino und Alberto tauschen Waren gegen das Erz, das wir schürfen. Von ihnen bekommen wir unsere täglichen Rationen. Was weißt du über Minecrawler? Die beste Art, mit den Crawlern fertig zu werden? Lauf. Lauf so schnell deine Beine dich tragen. Wenn du vermisst wirst, ist es eh zu spät. Aber dich wird sowieso keiner vermissen. Okay. Gucken wir doch mal in die Mine. Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Auf was sollte ich hin? Vor allem auf Minecrawler. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Okay. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dich lehren, geschickter zu werden. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder... wende dich an Ian, er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, hm? Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Okay. Wir sehen uns. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Okay. Wow. Was soll ich damit? Bring den Müll woanders hin. Okay. Dafür brauche ich den Schlüssel. Okay. Mann, ich bin beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Okay. Snipes. Wir können später reden. Okay. Njaum.
Ein neues Gesicht. Na? Schon mal ernst geschürft, Jungchen? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Viel Glück. Okay. Dir nice. Auch, Jungchen, dir auch. So, ich glaube, ich bestelle mir mal eben was zu essen. Moment. Hi, Redermix. Moin. Sorry, ich bestelle mir gerade was zu essen und dann spielen wir Gothic weiter. Was habt ihr denn so Spannendes? Was? Oh, Red Martix. Redermix finde ich aber auch gut. Red Martix, was habt ihr denn gespielt? Nice. Ich habe heute ganz frisch damit angefangen. Und ja. Ich bin bis jetzt begeistert. Ich habe auch ein paar Mods gespielt, aber was für ein Grafikmod hast du denn genommen? Gothic 1 Ultimate. Nice, das hast du vor 8 Tagen rausgehauen. Okay. Dreimal darfst du raten, was ich mir jetzt zur Seite legen werde. Ja, das auch. Nee,
Ich werde den Mod, glaube ich, runterladen. Danke für den Follow. Das freut mich sehr. So. Aber ich... So. du... Also... Irgendwie muss ja noch irgendwas TOS sein, oder? Und ich glaube, das macht dann Probleme, wenn du hier spielst und da sind andauernd Tiddies im Bild. So, ich bin gleich mit der Essensbestellung fertig. Bei World of Gothic. Ah, super. Das könnten wir eigentlich gleich mal ausprobieren. Moment. So. Ist bezahlt worden. Gut. Man könnte mal gucken, ob die Definitive Edition mit dem Ganzen zusammenarbeitet. So, jetzt ist der ultimative Live-Test, ob die Definitive Edition Ich würde mal grob sagen, ja. Oh. Oh. Die Rüstung hast du auch überarbeitet, ne? Das sieht ja mal richtig geil aus. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Das sieht richtig, richtig gut aus. Also... Mega Respekt. Ist das nicht Gomez Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können Hunderte von Klingen hergestellt werden. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Thank you.
So, das musste gemacht werden, so, das meinte ich. Aber warum 23 Jahre später? Aber es sieht halt mega geil aus. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Hab die ganze Zeit für G3 gearbeitet? Nice. Ist da eine Planung, das auch für Gothic 2 umzusetzen? Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Ach, und noch was. Die Ebene ganz unten ist Tabu für dich. Dort hast du nichts zu suchen. Klar? Klar. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Also, Gothic 3 habe ich auch einen riesigen Overhaul. Also, meine aktuelle Planung ist, Gothic 1 spielen. Vielleicht noch Gothic 2, wenn das klappt. Je nachdem, wann das Remake rauskommt. Und es wird alles nur gespielt wegen dem Remake. Deswegen danach auf jeden Fall auch noch Gothic 3. So. Gothic 3 werde ich vermutlich nur mal einen Rüstungspatch machen, aber da gibt es genug geile Patches, die die Welt verbessern. Nur Rüstungen sind meist madig von der Qualität. Ja. Also Gothic 2 hatte ich auch den Eindruck, da gab es bedeutend mehr qualitativ hochwertigere Mods und so weiter. Aber Rüstung und so weiter, ja, du hast auch Texturen ausgetauscht, oder? Also, ich habe mir das, den Forum-Eintrag nicht genau durchgelesen, aber wenn ich so die Wände betrachte, würde ich sagen, du hast, und auch das Holz betrachte, du hast sehr viele Texturen und so weiter getauscht, oder? Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Auch Models? Oh, geil. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Konnte man die aus Gothic 3 zum Beispiel importieren? Bei dir kann ich tauschen? Jupp! Alles, was du willst. Wenn du Erz hast. Oh, ein Stück Käse brauchen wir. Sieht man ja in Returning. Das sagt mir gerade nichts. Da müsstest du mir mal auf die Sprünge helfen. Ah, cool. Okay. Also Gothic 2 hatte ich nur einmal überflogen, das war's aber auch. Ich hatte mich jetzt erstmal heute erstmal nur um Gothic 1 gekümmert, aber wofür hat man einen Notizblock? 2 Returning. Ist auch nichts für Anfänger. Super, das ist total was für mich. Da ich glaube Gothic 2 in meinem Leben dreimal gespielt habe und ich glaube alle drei Male sind mindestens 15 Jahre her. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist. Dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest. Möge der. Hab's auch nicht oft gespielt, hab viele Mods für Gothic 2 gespielt, aber nicht das Originale. Ah! Ja, ich wollte das
Originale spielen. Einfach. Ich glaube, da kickt so hart die Nostalgie rein, dass ich das unbedingt spielen möchte. Das gleiche war jetzt auch mit Gothic 1. Ich hatte mir das Video oder den Trailer vom Remake angeguckt, noch ein bisschen was zu... Ah, wie heißt es gleich noch? Zu dem Gamescom-Auftritt gelesen. Und ich wollte mir heute Abend das... Oh, was ist? Weiter darf ich nicht. Heute Abend wollte ich mir das Video von Hand of Blood angucken. Der hat irgendwie ein paar Stunden das Remake spielen können. Oder eine Stunde, irgendwie sowas. Und da will ich auch nochmal drüber gucken. Und das hat mich heute und gestern so getriggert, dass ich gesagt habe, ey, setz dich hin. Guck, was du machen kannst und ja, deswegen spiele ich jetzt. Und ich bin jetzt gespannt, wie die Overworld aussieht nach deinem Mod. L-Hyber Grafik Patch. L-Hyber. Das Porno kann ich nur empfehlen. Ja, das Video habe ich gesehen von Hanno. Bin morgen auf der Gamescom und hoffe, dass ich es anspielen kann. Oh. Oh. Ja, bei der Gamescom sind mir zu viele Menschen. Deswegen bin ich da leider nicht. Aber wenn du irgendwie noch im letzten Gedanken an mich denkst und du hast es gespielt, gib irgendwie einen Bericht oder so. Ja, mir auch, aber mein Frauchen will es erleben. Alter, ich habe da Fotos und Videos gesehen. Ey, das ist... also nie zu viele Leute für zu lange Fahrzeit. Also ich wäre... 4-5 Stunden wäre ich unterwegs dafür, um mich durch Menschenmassen zu quetschen, und darauf hätte ich echt keine Lust. Ich werde definitiv ein Video dazu machen. Und wir haben ja auch einen Pod. Oh, oh. Heißt du auf. Wo ist meine Maus? Wieso? Fuck. Meine Maus ist verschwunden. Ich komme hier nicht aus dem Spiel mehr raus. Wow. Oh. Einen kleinen Moment, so. Ich sollte mit einem Gedanken bei der Sache bleiben. So. Red Matrix. So. Dann, ich hab dich mal abonniert. Und, einfach, dann, wenn du da das Video raushaust, weil da bin ich echt interessiert dran, vor allem von jemandem, der, ja, richtig im Thema drinne ist. Oh. Wieso schmeißt die Bedarfsliste weg? Da bin ich echt
gespannt. Die Wachen erwischen mich nie. Okay, mich auch nicht, weil... Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie nicht misstrauisch? Ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Oh, bitteschön. Wir sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Seit 15 Jahren und habe mich eigentlich zur Ruhe gesetzt, aber das Verein hat mich moddingtechnisch dann gepackt, deswegen der Patch. Naja, hab überlegt, ob ich für Risen 1 auch ein Patch mache. Das war das letzte okay Run Your Bites Game. Ja, ich will jetzt nicht sagen, da wäre ich auch voll für, aber gerne. Aber ja, ich habe zwar Elix 1 und 2 auch gespielt, aber die haben mich nicht mehr so gekriegt. Und ich glaube, Elix 2 habe ich 3 Stunden gespielt und Elix 1, ich glaube, zu 80% durchgespielt. Also ganz komisch, aber die anderen habe ich alle durchgespielt. Ich habe sogar noch... die hier. Und zwar nur noch ohne Inhalt bei der einen. Bei der anderen. Und die ist sogar noch mit Inhalt. Die andere ist sogar noch mit Inhalt. Aber ja, ich halt pure Kindheitsspiele. Das war das erste Computerspiel, was ich hatte. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Viel Glück. Okay. Du weißt. Elex 1 war okay und habe ich zu Release gestreamt oder was, so wie G3, und es sah furchtbar aus. Teilweise wurden Texturen aus G3 wiederverwendet und die Gesichter, boah. Ja, also was mich da so rausgehauen hat, war dieses Uncanny Valley. Diese harte, noch nicht mal Bonbon-Kram, also ganz komisch. Also da finde ich sogar die Gesichter, die hier umgesetzt worden sind, besser. Und ja, also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Elex 2 hat mich irgendwie überhaupt nicht gekriegt. Also da fand ich alles... Ich glaube, zu dem Zeitpunkt konnte man einfach sagen, Piranha Bytes kann kein Sci-Fi. Nee, ich glaube, der Untergang hat vorher schon mit Elex 1 angefangen. Und, gefühlt dasselbe Problem wie bei, wie heißt es gleich noch, wie bei, Bethesda-Spielen. Bei Starfield hatte ich das Gefühl, zu sehr an alten Techniken oder an alten Programmierumgebungen festhalten. Okay. Elix 1 kam es gut an. Elix 2 war dann Flop, okay. Ja, also wie gesagt, bei mir war das gefühlt die... Ich glaube, Piranha Bytes hätte einen Umstieg der Engine gut getan, genauso wie Bethesda. Und auch wenn man dann viel Neues lernen muss und, ich glaube, das hätte dem Spiel richtig gut getan. Es kommt nur, ich höre nicht mehr, da hast du, komm nicht so. Ja, aber wurde leider nichts. Aber ja.
Also, ich glaube, die hätten mit Elix 1 schon auf die Unreal Engine gehen müssen. Und sonst definitiv bei 2. Und ja, aber ich bin gespannt, was die Pankrats jetzt da in Zukunft raushauen werden. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. Der Käse sah komisch aus. Aber ich bin da sehr gespannt, was die Pankrats da raushauen werden, ob sie vielleicht ein neues Projekt starten werden oder nicht. Ja. Aber was ich halt cool finde, ist, dass Gothic nicht verloren ist. Vielleicht durch das Remake richtig geil wird. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Oh Gott, noch eine Stufe 2. Nee. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, die können was Richtiges raushauen, aber so wie ich das wahrgenommen habe, ne, gefährliches Halbwissen, ohne wirklich dabei gewesen zu sein, ich hatte den Eindruck, die beiden waren genau dafür verantwortlich, dass so sehr an alten Sachen festgehalten worden ist. Und dass da schon von vornherein geplant war, dass es ein Elex 3 geben wird. Und ich glaube, das war eins der größeren Probleme dann mit dem gesamten Team dann zusammen so gesehen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich fand auch schon den Release-Trailer von den Release-Trailer komisch. Das Problem war nun mal, dass das ganze Team nach Elex 1 wieder an Gothic wollte, aber Björn gesagt hat, wir machen... Ja, das meine ich. Die Piranha Bytes Leute sind wirklich, ich glaube, Mittelalter. Also dieses Zeitalter. Das ist zwar nicht ganz Mittelalter, ne, aber das hast du ja auch schon in Risen gemerkt. Das ist genau deren Jargon, deren Zeitalter. Und das bei dem Sci-Fi, ja. Ich fand das nicht so gut. Ich ein bisschen schade finde. Es ist bis jetzt noch kein Release-Datum für Gothic Remake bekannt. Oh, okay. Nee, auch nicht, aber naja, PP ist jetzt Geschichte. Ich glaube, 3 ehemalige PPs kamen bei Alkima unter. Der Rest leider nicht. Schade. Also das ist wirklich schade. Oakleys Bogen. Aber da ist ja wirklich die Frage, wenn du so lange in einem Studio arbeitest, ich weiß nicht, wie viele Leute davon die ganze Zeit bei Piranha Bytes waren, da ist natürlich die Frage, kannst du dich auch wirklich in das neue Gebiet eingewöhnen? Neue Arbeiten oder...
Bis Max 30.04.25. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie am 15.03.25 releasen werden. Weil an dem Datum ist Gothic 1 Classic erschienen. Au. Oh. Das ist eine gute Intuition. Das kann wirklich sein. Ich habe zwar keine Ahnung, aber das hört sich plausibel an. Wieso kann ich... Was soll denn... Wie kann man diesen Kackfokus ausmachen? Ich hab das noch nicht rausgefunden. Lassen wir die da mal eher alleine. So. Ah. Definitive Edition benutzt Better Human. Bin kein Fan von dieser Animation. Es sieht zwar alles besser aus und smoother, aber sie sind auch langsamer. Okay, das kann ich nicht unterscheiden. No. Ach, bei der Definitive Edition kannst du übrigens einen Schwierigkeitsgrad einstellen. Ich glaube, ich habe schwer genommen. Wie kann man eigentlich diesen Fokus ausschalten? Oder war das hier freies Zielen? Alter, ist das nervig. Also ist das stark gemäß drin, ne? Ich hab mich schon die ganze Zeit gewundert. Okay, dann lassen wir das lieber mit denen und gehen irgendwie mal woanders lang. Alter, ich bin schon 21 Mal gestorben. Ist ja... Okay. Ich bin anscheinend nicht der beste Gothic-Spieler, muss ich sagen. Schatten oder Sekte. Ich mache das so wie immer. Ich denke mal, ich werde... Ich werde, wie heißt das gleich noch? Erstmal für alle die Mission machen, sodass ich jedem eigentlich beitreten könnte. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich zu den Banditen gehe. Also Söldner dann. Also
Ja, so hatte ich das eigentlich bis jetzt immer gespielt. Und ich fand das eigentlich ganz nice. Sind das noch mehr geworden? Nee. Nice. Da gibt es auch, glaube ich, die beste Rüstung im Spiel bei den Söldnern, war ich der Meinung. Deswegen hatte ich die jetzt eigentlich auch im Kopf ausgewählt. Hey du. Ich hab die Liste von Ian. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mein... Und? Mach's gut. Ah, okay. Ich war mir da unsicher. Ich will jetzt mal noch ein bisschen was verkaufen. Ich hab in meinem jetzigen Run, den ich beendet habe, einfach die ganze Welt leer gemacht von Monstern. Als ich Kapitel 2 gegangen bin, hatte ich 105 Stärke und Skars Waffe am Gürtel mit der... Okay. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin... Zeig mir deine Ware. Das ist ein bisschen übertrieben, was du da gemacht hast. So. Auckleys Bogen. Mein Essen ist da. So. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin... Ich habe mir Gyros mit Pommes und Pizzabrötchen bestellt. Und das esse ich dann nachher irgendwann. Na, bin Zuschauer. Zeig mir deine Ware. Auf jeden Fall ist das geil. Da freue ich mich auch schon drauf.
Nee. Sowas machen wir hier nicht. So, was kann ich denn hier? Wer erzählt denn sowas? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So. Ist ja ein Streamer, die sind alle reich. Sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. So. Niemand von uns ist reich, also. Nee, ja. Deswegen versuche ich eigentlich auch nur einmal im Monat Lass zu bestellen. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern will. So, dann laufen wir jetzt Mordrock. Okay, dann hat der Cock einen wirklich großen Kreditrams. Bei seiner Pommesbude eine Badewanne Gyrosfall, die sofort. What the fuck? Wie kommst du denn da drauf? Also wirklich. Und Zuschauer, was macht dein PC? Weil ich glaube, das Spiel hier sollte auch dein jetziger PC schaffen. Ah, okay. Montag wieder. Ah, okay. Wir spielen hier übrigens gerade Gothic 1. Die Definitive Edition. Mit ein paar Mods drauf, zum Beispiel auch den Gothic Ultimate von Red Matrix. Wie oben angepinnt. Das ist so geil. Die werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Ja. Das alles nur, weil ich mich hart von... weil ich den Trailer zum Remake geguckt habe. Deswegen gucken wir den jetzt. Spielen wir das jetzt. Über den Weg laufen. Sehr dicke Backen, oh ja. Was? Im wahrsten Sinne des Wortes, was für ein Kack. Warte mal. Sie werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Oh, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Ja, würde ich auch so machen. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Zeig mir deine Ware. Kein Interesse. Wo ist Moldraken?
Oh oh. Dass die NPCs einfach verschwinden. Oh oh. Hilfe. Heute Abend gibt es Fleisch. Hilfe. Ah, Gott sei Dank. Er ist auf dem Weg zu... Ja, danke. Hey du, was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Oh, ich will lernen, nice. Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Oh, wieso hat er hier kein Fleisch? Okay, schade. Das Ding kriege ich nie auf. So, Rückruf von deiner Pommes. Die haben einen Tanklaster mit Sondergenehmigung aufgedreht für das Zeug. Was zur Hölle? Wie kommst du auf solche Sachen? So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Ich bin böse und beim Essen eine Raupe. Okay. So, aber ich würde jetzt für heute Feierabend machen. Ich würde jetzt was essen und dann ins Bett gehen, weil ich ab Montag wieder arbeiten muss und ich will jetzt die Tage nicht viel zu lange machen. Ja, morgen werde ich aber wieder weiterspielen. Ja. Und leider nur 4 Stunden, aber trotzdem. Danke fürs Reinschauen auf jeden Fall. Na, du wartest noch auf das Gyros.
Ja. Aber sonst wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir raiden jetzt noch rüber zu Manni, die spielt Supermarkt-Simulator oder so. Ganz komisches Spiel. Und morgen geht's dann weiter mit Gothic auf jeden Fall. Red Martix, danke fürs Reinschauen. Viel Spaß dir morgen bei der GamesCon. Ich drück dir die Daumen, dass du irgendwie an eine Teststation rankommst und dort zocken kannst. Und ja, sonst wünsche ich allen, die noch da sind, einen schönen Abend, eine gute Nacht und ja, viel Spaß noch. Und wir sehen uns dann morgen Abend oder morgen Nachmittag wieder. Also, tschüss und auf Wiedersehen. Bis morgen dann. Ciao.